Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Opernball ist ein Fest der Freude. Manchmal ist es aber so, dass einen das Leben auf den Boden der Realität zurückhält. Wohl so ein Tag ist leider heute. Mit Sabine Oberhauser verlieren wir nicht nur eine hervorragende Ministerin, sondern einen großartigen Menschen. Es ist unendlich traurig, dass Sabine heute nicht den Abend bei uns feiern kann. Ich bin davon überzeugt, sie hätte es geschätzt, wenn die Menschen trotzdem ihre Lebensfreude Ausdruck verleihen. Liebe Sabine, du wirst uns sehr fehlen. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, der Opernball ist ein Fest der Freude. Es ist der Ball der Republik Österreich. Manchmal ist es so, dass einen das Leben allerdings auf den Boden der Realität zurückholt. Und der heutige Abend ist leider nicht nur ein Tag der Freude, sondern auch für uns ein großer Tag der Trauer. Die Bundesministerin der Republik Österreich, Dr. Sabine Oberhauser, ist heute am Abend ihrer schweren Krankheit nach einem langen, unglaublich tapferen Kampf erlegen. Ich darf Sie bitten, diesen Abend in Ihrem Angedenken zu feiern. Wir haben mit Sabine Oberhauser nicht nur eine hervorragende Ministerin verloren, sondern auch einen großartigen Menschen voller Lebenslust und Lebensfreude. Ich bin davon überzeugt, dass sie es schätzen würde, wenn sie sich heute amüsieren im Gedenken an eine große Frau. Ich darf Sie bitten, diesen Tag der Trauer, diesen Moment der Trauer mit einer Minute des Gedenkens für unsere Kollegin und Freundin Sabine Oberhauser zu begehen. Danke.